Hier haben wir einen Stativkopf von der Firma Kuhlmann, der wie alle Kuhlmann-Produkte sehr hochwertig verarbeitet ist. Und hier oben befindet sich der Anschluss für die Kamera, die man also hier oben einfach befestigt. Das Ganze ist in sich drehbar und kann natürlich über die Schrauben hier verstellt werden, festgestellt werden, wie wenn man das möchte. Besonders erwähnen muss man hier diese Aussparung, die es halt eben auch ermöglicht, Hochformataufnahmen zu machen. Und dann haben wir hier noch eine Einstellung, eine Gradeinstellung hier unten, die ganz praktisch ist für die Panoramafotografie, wo man also wirklich punktgenau den Radius einstellen kann von einem Bild zum nächsten, dass man später auch nicht mehr so wahnsinnig viel dann im Photoshop korrigieren muss. Das Ganze wird auf dem Stativ befestigt. Hier unten befindet sich das Gewinde. In diesem Gewinde ist also noch einmal ein Gewinde eingefasst. Wir haben also einmal hier eine Kameraschraube mit einem Viertelgewinde und einem 3/8-Gewinde. Eins von beiden passt auf jeden Fall auf das Stativ. Und das kann man dann einfach hier rausnehmen mit einer 1-Cent-Münze oder ich versuche das mal eben hier mit einem Schlüssel oder am besten natürlich noch mit einem Schraubenzieher. So wird dann einfach das Gewinde, wenn das jetzt zu groß ist, und dann hat man halt eben innen drin das große Gewinde. So, machen wir das mal wieder zurück. Also, alles in allem wieder ein sehr guter Stativkopf von Kuhlmann. Da haben Sie mittlerweile bei uns die Qual der Wahl. Wir haben ja nicht nur diesen einen im Programm. Viel Spaß beim Stöbern.